Hallo, mein Name ist Beatrix Schneider und ich habe eine Küche von Hemdesign. Ich übernehme heute die Präsentation, weil Daniel mich gefragt hat, ob ich das machen würde. Und wir starten gleich nach dem Intro. Starten wir mit der Küchenführung. Hier haben wir eine kleine Bürolösung, weil wir aus zwei Räumen einen gemacht haben, brauchten wir hier noch eine separate Lösung. Die hat Daniel passgenau hier eingefügt. Das Besondere an dieser Lösung ist, wir haben hier eine Karte, mit der kann ich diese Schublade, die normalerweise verschlossen ist, öffnen und genauso wieder schließen, Karte davor halten, zu, fertig. Sehr praktisch, kein Schloss ist nötig und es sieht einfach optisch viel schöner aus. Gehen wir rüber auf die schöne Arbeitsfläche. Eine wunderbare schwarze Natursteinplatte, die sich hier perfekt einfügt. Auf dieser Seite haben wir Stauräume. Wenn ich mit Tip-On zu öffnen, das Tolle dabei war hier, wir hatten die Möglichkeit, dort für den Koker die Flaschen, CO2-Patrone und Vorrat zu unterlegen. Schließt sich ganz einfach, hier Tip-On und da haben wir auch die Möglichkeit, verschiedene Dinge unterzubringen. Stauraum kann man ja in der Küche nicht genug haben. Gehen wir über zu unserem kleinen Frühstückstisch. Das war unser Wunsch an Daniel. Wir möchten gerne in der Küche, wenn wir zu zweit sind, frühstücken. Und das hat Daniel umgesetzt, indem er hier eine tolle Eichenplatte aufgesetzt hat. Und ich hatte den Wunsch, dass dort ein Glasfuß eingebaut wird. So schwebt die Platte und es ist kein Bruch im Raum. Und es fügt sich wunderbar hier ein. Und wir können jetzt morgens zu zweit hier herrlich unseren ersten Kaffee trinken. Gehen wir über zu unserem Frühstücksboard. Wir haben hier ein Sideboard. Mein Wunsch war es, alle meine verschiedenen Bestecke hier unterzubringen. Und das Tolle ist einfach, jetzt habe ich die Möglichkeit, hier direkt drauf zuzugreifen, habe die Übersicht und ein kleiner Schwung und die Schubladen sind wieder zu. Auf dem Sideboard haben wir, ja, was man alles zum Frühstück braucht. Kaffeemaschine, Toaster, Saftpresse, hinterlegt hier mit einer Glasplatte, Spritzschutz, fällt nicht auf, sieht gut aus und ist leicht zu reinigen. Oberhalb befindet sich ein Hängeschrank in Glasoptik. Das Schöne ist einfach schwarz mit dieser schönen bronzefarbenen Holzplatte zusammen, passt das gut, ist das harmonisch und ich konnte hier alle meine Geschirre und Gläser unterbringen. Das Besondere an diesem Hängeschrank ist A, diese Glasfronten, die schwarz umrandet sind, setzt sich sehr schön ab und B, die Beleuchtung. Das will ich euch gern vorführen. Da haben wir keinen einfachen Schalter, sondern es ist eine Touch-Bedienung. Wir fahren hier unterhalb über den Schrank und die Beleuchtung im Schrank geht an und auch hier unterhalb. Dadurch hat man, wenn man jetzt hier toastet oder Kaffee macht, hat man halt auch eine sehr schöne Beleuchtung. Und dann fahren wir wieder drüber und die Beleuchtung geht aus. Dann wechseln wir, gehen rüber zu meinem Koker. Ein Koker bietet die Möglichkeit, kochendes Wasser, 100 Grad kochend, kaltes Wasser, gekühlt, gesprudelt oder nicht gesprudelt, aus einem Wasserhahn zu bekommen. Ich führe das mal kurz vor. Ihr könnt auch ganz normal den Wasserhahn bedienen, ja, kalt warm, so wie ihr das kennt. Oder wenn man zweimal nach unten, nach rechts dreht, haben wir jetzt 100 Grad heißes Wasser, wird angezeigt rot. Wir können direkt im Anschluss wechseln, indem wir einmal runter nach rechts. Jetzt leuchtet es blau und wir haben gekühltes Sprudelwasser. Und die dritte Möglichkeit, nach unten warten, nach rechts und fließendes, kaltes Wasser. Ein super Teil, ich liebe es. Dadurch spart ihr natürlich den
Wasserkocher, den braucht ihr jetzt nicht mehr. Ich wollte zwei Becken, es war kein Problem für Daniel, das einzufügen. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, eins zum Spülen und eins, um den Salat zu waschen zum Beispiel. Unterhalb befindet sich das Mülltrennsystem, ist durch eine Lichtschranke zu öffnen. Und mit einem Schubs schließt sich das Ganze wieder. Im Anschluss findet sich hier die Spülmaschine, ein Gerät, das aus der Schweiz ist, von Zug. Und das Tolle an dem Gerät ist, dass die untere Lade nach oben kommt und ihr könnt es leicht ein- und ausräumen. Und dann wieder genauso zu und wir schließen es. Oberhalb befinden sich verschiedene Küchengeräte hinter dieser Klapptür. Ich öffne die mal. Man kann die Geräte vorziehen und nach Handhabung einfach wieder zurückschieben und mit der Klapptür verschwindet alles dahinter und sieht sauber aus. Im Anschluss befindet sich der Vorratsschrank, ein ganz tolles Teil. Da bekommt ihr alles unter, was ihr in der Küche habt. Ich habe ganz viele Essige und Öle, die sind in der Tür und die anderen Vorräte im hinteren Bereich. Und wenn man halt den Schrank öffnet, kommt der hintere Bereich nach vorne. Total praktisch und da bekommt man wirklich alles unter. Es folgt der Kühlschrank. Das ist der größte Kühlschrank, den es in diesem Maß gibt. Da könnt ihr alles unterbringen. Da befindet sich auch noch ein Tiefkühlfach und die anderen Obst- und Gemüsefächer sind unterhalb. Leicht zu handhaben, herrlich. Jetzt kommt das Highlight in meiner Küche. Der Expo von Bora. Ich mache ihn mal an. Es schließt sich unterhalb an die Wärmeschublade, die korrespondiert mit dem Expo, auch mit Tip-On. Und das ist die große Wärmeschublade. Hier könnt ihr bereitete Dinge warm halten, aber auch Geschirr natürlich vorwärmen. Das nutze ich tagtäglich. Ist auch einfach in der Handhabung. Man macht an und hier sind verschiedene Bereiche vorgegeben. Und dann könnt ihr das Geschirr einfügen. Und wir machen zu. Und in der Zwischenzeit, seht ihr, ist der Expo hochgefahren. Und wir können die Tür mal öffnen. Und da könnt ihr mal reinschauen. Das ist ein Konvektomat. Der kommt aus dem Profibereich und Bora hat den entwickelt. Der kann alles. Der kann Dampfgarn, da könnt ihr Pommes drin machen, da könnt ihr Braten drin machen, da könnt ihr Pizza drin zubereiten. Also da gibt es ganz, ganz viele Programme. Programme, die automatisch eingespeichert sind, aber ihr könnt auch eigene Programme verwenden und könnt ihr auch wieder hinterlegen. Und das Tolle ist, er reinigt sich selbst und zwar perfekt wie eine Spülmaschine. Also man hat kein Problem mehr, man muss nicht mehr schrubben und die Bleche, die dabei sind, die sind antihaftbeschichtet, einfach mit Pril und fertig. Also ein herrliches Gerät, es ist nicht ganz preiswert, aber ich kann es empfehlen. Es ist super und die haben auch einen tollen Kundenservice. Und dann drücken wir wieder aus, Gerät ausschalten und dann schalten wir es wieder aus. Ja, oberhalb hat Daniel verschiedene Fächer eingebaut und hier unten habe ich die Bleche alle drin, also kurze Wege, auch hier mit Doppelschublade, also sehr praktisch in der Handhabung. Hier kommt noch ein Gerät und zwar ein Tiefkühler mit drei Fächern, passt sich perfekt an und so habe ich ständig einen Vorrat hier in der Küche. Und kann loslegen. Im Expo kann man übrigens dann auch die tiefgekühlten Dinge schnell auftauen. So, und hier haben wir noch einen Vorratsbereich. Da hat Daniel hier mir auch zwei Schubladen eingebaut, wo ich auch Küchengeräte noch drin habe und was man sonst so braucht. Ihr seht ja viel Stauraum und das braucht man ja in der Küche. So, bei mir schließt sich jetzt hier ein Putzschrank an. Dieser Putzschrank, der ist bei mir nötig, weil ich keine Vorratskammer habe oder einen Bereich, wo ich halt Bügelbrett und Putzzeug unterbringen kann. Habe dem Daniel genau gesagt, was da rein soll, muss. Und er hat das perfekt hier angepasst, dass alles reinpasst und sich schön hinter der Tür versteckt. Und jetzt kommt das Tolle. Helmdesign hat die Tür perfekt hier
eingebaut, damit die aufgeht und das dann eine Linie bildet. Also das ist eine perfekte Arbeit. So habe ich mir das vorgestellt und das wurde auch so umgesetzt. Gehen wir wieder rüber zur Arbeitsfläche. Also ich habe jetzt hier richtig Arbeitsfläche und mit einem Induktionskochfeld, wo der Abzug nach unten ist. Ich habe jetzt den Vorteil, dass der Keller hier drunter ist und dort der Motor ist und deswegen ist es auch super leise. Dieses Induktionskochfeld lässt sich super sauber halten. Das ist das Professional von Bora ich kann es mal anmachen. Man sieht, die Knöpfe sind drehbar, eigentlich konventionell. Ich habe mich aber dagegen entschieden, eine Touch-Bedienung zu haben. Auch im Profibereich benutzen die Köche Drehknöpfe. Und das Tolle ist, man kann sie abziehen, super sauber machen und dann geht es auch aus. Also ganz einfach in der Handhabung. Man muss das nicht so machen, aber ich zeige es euch halt jetzt mal hier. Ganz leicht sauber zu machen und super in der Handhabung. Das Tolle sind auch die zwei Steckdosen rechts und links. Super für Mixer, Pürierstab und dergleichen, den man ja hier in dem Bereich auch benötigt. Ja, rechts und links natürlich Schubläden. Wofür? Ja, natürlich Gewürze. Ich bin ein Fan von vielen Gewürzen und die wollte ich immer gerne griffbereit hier beim Induktionskochfeld haben. Das ist so erfolgt, tolle Einteilung von Helm Design und da konnte ich alles unterbringen. Natürlich anderes Handwerkzeug wie Pinsel und Microplane und Messer und dergleichen. Apropos Messer, ich habe natürlich jetzt eine Messerschublade. Das war ein Wunsch von mir und hier ist sie, die Messerschublade. Man kann alle Messer wunderbar unterbringen, griffbereit und auch sicher. Ja, und unterhalb noch zwei Schubladen sind hier entsprechend mit Geräten, die nötig sind und noch ein paar Gewürze. Und unter dem Induktionskochfeld, unter dem Bedienfeld, da sind natürlich zwei Schubläden für die Töpfe. Kurze Wege, wie immer. Das ist entscheidend in einer Küche, wo man schnell hantiert und arbeitet. Dann macht das Kochen auch Spaß. Ja, liebe Freunde des guten Geschmacks, das war meine Küche von Helm Design. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und ich kann nur empfehlen, geht zu Daniel Helm, lasst euch beraten bezüglich einer neuen Küche. Er geht auf jede Wünsche ein und versucht, alles möglich zu machen. Also, bis bald. Tschüss.